Hallo und herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir stellen euch heute die mobile Anwendung von Maredo vor. Mit dieser ist es ganz einfach möglich, ein Maredo-Restaurant in der Nähe zu finden, einen Tisch zu reservieren oder auch einfach die Karte anzuschauen. Und auf der Startseite werden gleich einige Funktionen präsentiert. Zum Beispiel gibt es hier die aktuellen Angebote, den Mittagstisch natürlich. Man kann Restaurants finden, einen Tisch reservieren oder auch die Speisekarte betrachten. Fangen wir einfach mal mit der meiner Meinung nach interessantesten Funktion an. Das ist nämlich die Suchfunktion für das Restaurant. Da muss man oben einfach auf dieses Lupensymbol klicken und danach ist es hier möglich, zum Beispiel die Postleitzahl einzugeben oder auch einfach hier Berlin einzugeben und dann zu schauen, welche es denn in Berlin gibt. Da gibt es zum Beispiel gleich mehrere und so sieht dann eine Restaurant-Detailseite aus. Es ist hier möglich, zum Beispiel die Route zu berechnen, je nachdem, wo man sich gerade befindet, zum Beispiel via GPS. Zusätzlich kann man hier einen Tisch reservieren. Da kann man einfach draufklicken und die näheren Informationen zu dieser Reservierung angeben. Das brechen wir jetzt hier aber einfach mal wieder ab, da wir ja gar nicht reservieren möchten. Dann gibt es hier auf der Seite noch die Möglichkeit, das Ganze als Favorit zu markieren und zusätzlich Informationen zur Lage, zu den Merkmalen und unten wird auch nochmal eine Karte angezeigt. Es gibt aber noch ein paar weitere Funktionen, dazu gehen wir einfach mal wieder auf die Startseite. Hier im ersten Bereich kann man auf die aktuellen Angebote zurückgreifen, also Aktionsangebote zum Beispiel, was gibt es derzeit Besonderes bei Maredo. Dann gibt es hier die Karte, also die Speisekarte, da sind die unterschiedlichen Steaks und Rindfleischsorten aufgelistet mit Nährwerttabelle, die ist hier ebenfalls mit dabei, kann man ausklappen und da sieht man erstmal, was es natürlich zu essen gibt. Also gibt es irgendwelche Specials, werden auf der ersten Seite angezeigt und hier in der zweiten gibt es dann letztendlich die Angebote, oben auch mit Bildern hier. Da kann man auch einfach nochmal draufklicken teilweise und bekommt dann nähere Informationen angezeigt. Der dritte Schritt hier, wie gesagt, wieder die Suchfunktion, die wir ja vorher auch schon hatten und danach ist es hier möglich, auf die Favoriten zurückzugreifen oder letztendlich diese hier zu öffnen, zu bearbeiten und so weiter. Dort kann man dann einfach draufklicken und bekommt dann letztendlich die Möglichkeit, hier einen Tisch zu reservieren. Und das Ganze ist dann nochmal ziemlich schön verknüpft. Insgesamt war das dann eigentlich auch schon die gesamte Maredo-Anwendung. Uns gefällt das wirklich ziemlich gut. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.